Hallihallo und willkommen zum nächsten Baseboard-Video. Und so habe ich ein paar coole Baseboards für euch mal rausgesucht. Und hier ist einer bei 25.1 und 14.3. Ihr seht, er ist wieder im Meer. Er ist ähnlich wie der, den ich im letzten Video schon gezeigt habe. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut da unbedingt mal rein, denn das ist eine richtig coole Pearl Cave. Jetzt haben wir hier auch eine Unterwasser-Cave, aber diesmal keine Pearl Cave, sondern eine andere, eine normale. Ihr seht, es ist ein schmaler Zugang. Und dann kommt er hier so raus. Auch hier wieder nur ein ganz, ganz kleiner Eingang. Und dann sind hier ganz viele Pilze. Ich weiß gar nicht, ob ihr die abbauen könnt. Mal probieren. Ja, cool. Also die könnt ihr auch abbauen sozusagen. Dann habt ihr schön Platz hier drin. Dann stehen die nicht so im Weg rum. Und ihr seht, es ist so ein Rundgang. Das heißt, man hat auch relativ viel Platz. Ist ein cooler Spot, weil es eben nur den einen Eingang hat. Und unter Wasser ist immer nicht so nice zu raiden. Hallo, ich habe noch einen tollen Spot für euch gefunden. Und zwar bei 84-78 seid ihr direkt in der Wüste in so einer Spalte drin. Und da ist ein Eingang. Wenn ihr diesen Eingang jetzt lang geht, kommt ihr in eine Höhle rein. Das ist übrigens die Artifact Cave. Da drin findet ihr auch das Artifact of the Brood. Das habe ich schon mal eingesammelt. Also falls ihr das sucht, müsst ihr auch in diese Cave hier rein. Und dann kommt hier so ein Abgrund. Nicht runterfallen. Da unten geht es aber weiter. Wenn ihr zum Artefakt wollt, müsst ihr sogar da runter. Jetzt immer weiter an dem ganzen PvE vorbei. Kommt dann schließlich nochmal zu einem Abgrund. Ihr seht auch, hier geht es nach unten weiter, wo ihr dann zu dem Artefakt kommt. Aber wenn ihr euch hier hoch zum Beispiel grabbelt, kommt ihr hoch zu so einem kleinen Loch. Ganz klein ist es nicht, aber einigermaßen. Und dann habt ihr hier einen etwas geräumigeren Bereich dahinter. Und ich kann mir hier sehr gut eine Base vorstellen, weil man eben keinen direkten Zugang hat, sondern es ein bisschen schwieriger ist, hier ranzukommen. Und wenn man da sich schön aufbaut, eine gute Wall, ist es eigentlich ein ganz nicer Spot. Ein anderer Base-Spot in der gleichen Höhle, wie ich euch gerade gezeigt habe, findet ihr, wenn ihr zu dem Eingang bei 82.5 und 82.3 reingeht. Underdog, wo muss ich jetzt hin? Als erstes rechts, ne? Genau. Machen wir es mal schön langsam. Rechts an der Steinsäule vorbei. Mhm. Den rechten Gang nehmen. Mhm. Hab ich gerade auch schon so gemacht. Und dann. Weiter. Also, irgendwann so rechts aus dem 90-Grad-Winkel einmal weg. Hier. Ja. Und dann geht's noch irgendwann mal rechts weg. Also wenn ihr immer rechts entlang lauft, kommt ihr ganz am Ende hier in so einem großen Raum raus. Und wenn ihr euch da auch wieder rechts haltet, kommt ihr zu diesem Artifact of the Brood. Und ihr seht, hier ist ein ganz, ganz kleiner Gang nur. Und wenn ihr jetzt einen Server spielt, wo man Artefakte einbauen kann, dann könnt ihr hier eine gute Base reinbauen. Denn das ist der einzige Zugang zu dem Raum. Ihr seht, hier ist das Artefakt. Und sonst gibt es keinen weiteren. Hier ist auch schön viel Platz, also hier kann man ganz gut eine Base hinzimmern. Müsst ihr halt schauen, ne, ob ihr einen Artefaktraum bebauen wollt. Finde ich ein bisschen schwierig, weil alle, die das Artefakt holen wollen und jetzt unbedingt da rein wollen, müssen halt dann durch eure Base durch. Ist vielleicht ein bisschen ungünstig. Ein weiterer ganz guter Base-Spot, vielleicht gerade so für Einzelspieler, befindet sich bei 27.14.4. Ihr seht, wir sind wieder im Meer und tauchen runter in so eine Art Spalt. Erneut. Und dann seht ihr hier so ganz viele Vorsprünge. Und hier ist einer dabei. Da geht es ziemlich weit runter. Da kriegt man auf jeden Fall ein Compartment hin, kann seinen Stuff lagern. Wie gesagt, jetzt nicht für einen großen Tribe, aber ein Spieler solo kann da gut sein Zeug verstecken, ohne dass es vielleicht direkt jeder findet. Der nächste Base-Spot befindet sich bei 85.2.36.7. Ihr seht es, wir sind in der Wüste und hier ist so eine Art Canyon. Und wenn ihr bis ans Ende dieses Canyons lauft, trefft ihr hier wieder auf eine Höhle. Ein bisschen Metal gibt es auch. Und hier am Ende habt ihr eine Höhle. Ganz großzügig, könnt ihr auf jeden Fall gut breeden. Hier gehen auch Gigas rein, ohne Probleme. Und einen relativ langen Zugang, könnt ihr schön mit Turrets vollkleistern. Hier dieser etwas größere Raum eignet sich vielleicht auch ganz gut für eine Wall. Hier vorne wird es ziemlich schmal, also kann man ganz gut absichern.
Ein weiterer Basebot, dieses Mal befindet sich im Arktikbiom bei 29,8 und 52,8. Ihr seht, hier ist so ein Teich, da sind übrigens auch ganz viele Kairukus, also Pinguine. Wenn ihr so Polymer braucht, ist das auch der richtige Ort. Und ihr seht schon, hier ist ein großer Eingang. Hier befindet sich eine relativ große Höhle mit ganz vielen Verzweigungen. Aber wenn ihr gleich direkt links geht und euch immer links haltet, dann kommt ihr zu einer kleinen Cave. Die hat nur einen Zugang. Ihr seht ja, hier sind auf jeden Fall ganz viele Wölfe drin. Hier hat man ein schönes Stück Höhle für sich alleine. Kann man gut breeden, passt alles rein. Und der Eingang ist relativ dünn und schmal und lang. Kann man also gut eine Turret Wall hinsetzen, wenn man das möchte. Der nächste Spacebot befindet sich bei 24.0 und 54.8. Ihr seht, hier ist so eine kleine Lagune, die dann ins Meer mündet und ein Gebiet aus Wasserfällen. Ihr dürft jetzt nicht den untersten Wasserfall nehmen, sondern den in der Mitte. Kurz bevor es oben dann dieser Vereiste anfängt. Und wenn ihr dort reingeht, werdet ihr feststellen, dass sich da drin ein Eingang zu einer Höhle befindet. Das ist auch die Höhle, wo es ins Aberration-Biom runtergeht. Also wo es die Aberrant-Tiere gibt, sowas wie Aberrant-Carnos, Anthropleuras oder auch Ravager. Und jetzt müsst ihr euch immer rechts halten. Immer rechts entlang. Und dann findet ihr hier so eine kleine Höhle. Hat einen relativ kleinen Eingang, den man ganz gut deffen kann. Und in der Decke dieser Höhle befindet sich ein Red Hole. Mit dem man auf Unoffi-Einstellungen auch einfach ohne eine Klippenplattform bauen kann. Ihr seht, es ist relativ übersichtlich, aber es reicht für den Anfang.